Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever mit Fabian LP. Und auch heute haben wir ein Projekt ausgesucht, das Yannick präsentieren wird, weil er genau die größte Ahnung davon hat. Ja, es ist sehr cool. Ja, es ist sehr cool, denn das heutige Projekt ist sehr geeilt, denn wir pflanzen hier einen Baum. So, das war's von der heutigen Folge. Den hast du gar nicht gepflanzt, Alter. Doch, den habe ich gepflanzt hier, Alter. Hier habe ich gepflanzt. Oh, da kann man so machen. Cool. Gut. Also, und das Projekt heißt, wir sehen ja hier, dass wir zu wenig Stahl und zu wenig Kunststoff haben. Der Kunststoff liegt am weiten Weg. Den haben wir aber schon optimiert. Der sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen besser werden. Der fährt auch nur mit 50 hier bergab, bis der bremsen, oder wie? Scheint mir schon so. Aber Stahl und Kohle, vor allem wenn ihr da seht, 300 Kohle breit. Und hier ist halt das Problem eher, dass auch das Erz fehlt und die Kohle. Deshalb wollen wir hier zwei Zuglinien draus machen. So, ich warte jetzt noch, bis er abgefahren ist, dann verlängern wir mal den Bahnhof hier. Also es kommt jetzt da unten rechts. Keine Ahnung. So, den rüsten wir mal auf. Aha, ja, muss gerade die Linie abbauen. Okay. Und die Brücke müsste man vielleicht auch optimieren, oder Yannick? Ja, doch. Wäre vielleicht auch eine Idee. Dann beginnen wir doch erstmal hier. So entlang. Ah ja, ich baue jetzt immer mit Strom, weil langsam kommt ja auch die Stromzeit. Und wenn wir schon so bauen, dann ist es schon vorbereitet. Es kostet uns auch ein bisschen mehr, aber wir haben ja mittlerweile 108 Millionen. Also da müssen wir eigentlich nicht. Ah, da kann man auch Hochgeschwindigkeit wählen. Da machen wir auch gerade Oberleitung. So. Gut. Neuer Bahnhof. Ah, ich wollte ja noch zwei Gleise. So. Gut. Wenn der Zug die Brücke verlassen hat, dann wollen wir doch hier mal zur Brücke bröckelt. Und Yannick, mein Fundament. Es wird für immer verschwinden. So, das ist jetzt mal hier. Das ist so. Transport Fever. Fever, nicht Fever. Pranksport hier. Ja, genau. So. So, jetzt bauen wir hier eine neue Brücke. Circa so, hä? Aber wir müssen eins höher. So. Diesmal machen wir rot, hä? Yay. Dann hab ich die überzeugt. Okay, Pause. Dann machen wir das. Ja, das hier weg. Fabian, die Behörden werden selber. Ja, wenn man hier die Straße einfach so durchtrennt. So. Ich weiß. So, dann machen wir hier hin. 1,76 Millionen können wir uns leisten. Geht ganz gut. Und fährt 120. Also, ja, man sieht, das ist halt schon eine neue Brücke. Dafür kostet jetzt die nur noch 460.000. Hier zusammenschließen und schon wäre der Part hier erledigt, oder? Mhm. Dann fahren sie hier durch. Hier, damit die Linie klar verteilt ist, machen wir einfach so. Und unser. So, das lassen wir absichtlich da stehen. Ne, komm. Für einmal jetzt räumen wir hier auf. Sich die Welt nie erholen wird von dem. So, und dann das hier doch. Ja. Das hier so. Und da geht's sowieso rein. Gut.
Ja, haben wir was vergessen? Glaube nicht. Hier. WLAN Stein Kohle. Also den Zug müssten wir jetzt lassen den Stahl abliefern und dann schicken wir ihn. Ja, wir können ja nicht. Vielleicht vorher überlegen. So, schicken wir. Reicht das? Sollte gehen. Hä? X-Tip. Gut. Dann prüfen wir schnell, ob die Lokomotive noch gut ist. Und dann würden wir die zwei Züge auftrennen, oder? So. Also, jetzt haben wir hier einen Zug. Und der Stahl, machen wir den zweiten Zug. Oh. So, das ist Kohle. Die ist gut, oder? Würde ich sagen. Wir kaufen noch eine neue Lokomotive. Welche? Die hier? Ja, wir können auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Die ist zu teuer. Ne, komm, kaufen wir halt die. Janik ist unzufrieden mit der Lokomotive. Ja, Alter. Okay. Und dann noch von jedem neue Waggons. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und den hier mit Kohle. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Die hat sicherlich nicht am richtigen Ort hingepackt. Wer hätte es denn erwartet? So. Jetzt haben wir 178, 214 Meter. Eigentlich ungerecht verteilt. Wer hat die bessere Lok? Das ist falsch. So, der hier hoch. Also, jetzt ist die Lok da hinten. Geht das? So. Und jetzt da vorne. Kann man eine Lok hinten anhängen? Ah, jetzt sind die auch hinten. Ah, ne, ich glaube, ich weiß, was man muss. Man muss es so und dann muss man alle Waggons dahin machen, oder? Das glaubst du wetten auch, oder? Ah, man kann sogar zwei zusammenhängen. Also so. Und jetzt muss ich jeden Wagen nochmals einzeln hier runterklicken. Gut, das ist ein Zug. Und den machen wir einfach nach oben. Nach oben. Nach oben. Gut, und dann hier die runter. Du bist auch zufrieden, oder? Auf jeden Fall bin ich damit zufrieden. Okay, dann neue Linie. Ah, ich habe immer noch das ein, dass es nur die anzeigt. WLAN Stein Kohle. Die Nummer 3. Delhi. Ah, ja, Delhi geht hier nicht. Kohle, so. Die Nummer 3 kommt weg. So, jetzt fährt er direkt durch. Und dann machen wir eine neue Linie. Die fährt von da nach da. Wenn man Caps Lock aktiviert hat, geht es nicht so. Es ist alles groß. Stahl. So, Stahl. Das reicht eigentlich schon. Das da wäre WLAN-Stein Kohle und das da wäre WLAN-Stein Stahl. Und play. Okay, die Linien wurden richtig erkannt. Und als erstes kommt unsere neue Superlok raus, schaust dir an. Ja, die sieht ziemlich fresh aus. Ja, die ist relativ fett. Okay, kann sie wenden? Ja, kann sie. Und jetzt kommt der andere wahrscheinlich hier. Ich
weil der muss jetzt nicht da hinten, nach da hinten leer fahren. Das wollen wir jetzt nicht. So, da kommen die anderen. Mit Stahl. Und los geht die Reise. So, und ab jetzt sollte das hier ein bisschen flüssiger laufen, finde ich. Ich hoffe es auf jeden Fall. Hier steht auch nur noch 42 Kohle bereit. Ah, aber viel im Lager. Das ist jetzt gerade zusammengebrochen. Und jetzt ist der Bahnhof hier auch zu wenig lang. Der fährt wieder fast leer, das lohnt sich. Also, jetzt kommen hier die Züge ein. Also hier ist so unser Knotenpunkt. Und wir haben jetzt zu wenig Stahl aktuell. Aber der ist jetzt gefahren. Der kommt auch hier das erste Mal mit 19 Stahl. Gut. Und da fährt auch schon der Kohle durch, glaube ich. Okay. Kohle ist aktuell knapp, aber ich glaube, danach wird es an Eisenerz liegen. Deshalb kaufen wir hier doch nochmals ein paar mit Eisenerz. 1, 2, 3, 4. War das WLAN Stein Eisenerz? Da. Sind wir auf Erfolgskurs mit 114 Millionen, Yannick? Würde ich doch schon mal so nennen. 137. Ja? Gardebusch Öl Ableitung. Da gehen wir mal hin. Okay, die hier müssen ausgetauscht werden. Die sind auch veraltet stark. Fährt er überhaupt voll? Ne, der fährt nicht voll. Gut. Da haben wir auch sehr viele Fahrzeuge, wie man sieht. Also, den schicken wir. Der ist gerade voll. Der nicht. Den verkaufen wir. Den verkaufen wir. Weg damit, so. Und der geht auch weg, so. Und den Rest, den ersetzen wir. Treibstoff muss es sein. Die sind sehr gefährlich, Janik. Machen wir mal rot. Okay, ein, sofort ersetzen, ja. Es werden alle ersetzt. Hoffe ich doch mal. Ja. Gut. Ja, wir haben hier sehr viel Rohöl und haben einen kleineren Bedarf, als wir hier decken können. Man sieht auch hier, das Lager ist voll. Wir mögen nicht genug abtransportieren hier. Und ich bin fast gewagt, hier mal ein zweites Projekt zu starten. Was meinst du denn, Yannick? Denn wir sehen, wir haben zwar auch zu wenig Stahl, aber natürlich hinkt auch Kunststoff stark hinter, aber wir haben auch sehr viele Waren. Aber wieso? Der fährt auch nicht voll, oder? Wieso bekommt der keine Waren hier? Denn er macht so eine kleine Abdeckung eigentlich. Der könnte viel mehr mitnehmen. Warum bekommt er nichts? Es ist schon fraglich teilweise. Ich weiß nicht, ob es sich lohnen würde, überhaupt noch eine Stadt mehr anzuschließen. Weil wenn der keine bekommt, der doch recht nahe ist eigentlich. Wie ist es denn, wenn wir noch irgendwie Plaue anschließen, das noch weiter weg ist? Geht das überhaupt noch? Oh, hier ist eine schön geteerte Straße. Was meinst du, Yannick? Sollen wir das wagen? Mal? Ja, lass wagen. Komm. Komm. Wagen? Gut. Komm. Wie viele Spuren geht hier eigentlich? 8. Da müssen wir einen neuen Bahnhof bauen. Oh. Alter, so viel Zeugs. Also, wir haben ein neues Flugzeug.
ein Frachtschiff, würde ich mal sagen, oder ist es Passagier? Eine neue Lokomotive. Der rote Pfeil, das ist ein Treibwagen der Opel Blitz und BC4-Wagen. Ist natürlich schön, der Opel Blitz ist sicher besser. Schnell schauen. Der Opel Feuerblitz. Ja, der kann natürlich wieder drei mehr, oder? Und kostet das Doppelte. Und fährt auch noch schneller, schön. Da müssen wir wohl wieder... wo konnten wir das, den Fahrzeugersatz? So. Da. Ich habe das überall eingestellt, aber es ist ja doof. Das war ja selbst doof, so. Wir lassen uns besser wieder anzeigen, denn wird ständig neue dazukommen. Bringt das auch gar nichts. Also du findest, wir sollen das nach Plaue wagen. Machen wir eine Highspeed-Linie, oder? Wo der auch ganz schnell hinfährt. Könnten wir versuchen, oder? So. Siehst du überhaupt noch was vom Monitor? Ach ja, ich sehe ganz, noch... ganze Monitor voll mit Fenstern. So. Ja, ich sehe noch da hinten so ein bisschen drin. Ja, alle paar fünf Fenster übereinander. So, so. Fahrzeugersatz ist aus. Gut, weiter geht's. Okay. Jetzt schauen wir ja schnell ins Zugdepot. Jetzt haben wir unter Treibwagen, haben wir den roten Pfeil, 18 Passagiere hat der Platz. Fährt 125. Ja, so einen müssen wir haben. Die fahren 75 und 100. Der fährt 145. Ja, dann kaufen wir doch den hier. Schnellzug Dampflokomotive der London and North Eastern Railway. Die Lokomotive dieser Baureihe stellte am 3. Juli 1938 mit 201 km/h den bis heute gültigen Geschwindigkeitsweltrekord für Dampflokomotiven auf. Aber im Spiel fährt die nur 145. Ist ja klar, oder? Vielleicht war das so eine getunte Dampflok. Ja, eine getunte, hä? Klasse A 3000. Oder A007. Gut, die werden wir kaufen, finde ich. Und was wir jetzt schon mal machen könnten noch, wäre hier mal den Bahnhof aufrüsten. So. Das ist hier langsam. Und jetzt will ich schnell schauen. Waren müssen ja in die Einkaufsmöglichkeiten. Und ich glaube, es liegt an dem. Ja. Wir waren ja selbst doof, oder? So. Dann machen wir das aber jetzt zuerst, hä? Lass sich offen. Das hättest du mir auch sagen können. Du Vollprofi in dem Spiel. Ja gut, das habe ich selbst oh, nicht so ganz. Oh, neue Bahnhöfe. Hm. Wo kommen denn die her? Okay. Sehr interessant. Schaltet man die erst frei, oder? Haben die die einfach hinzugefügt? So, schau, hier ist es schon viel besser, die Abdeckung. Und wenn wir jetzt noch irgendwie... Hier ist es nicht gerade, wenn man hier hinten ist. Ah, man müsste schon im Zentrum sein, aber es kostet so viel. Hier wäre es relativ günstig, aber auch zu weit weg. Soll ich hier machen? Hier. Hier ist gut, oder? Oh, doch. Das ist gut. Das nennen wir dann Güter. Güter WLAN, so. Und dann haben wir hier sicher noch ein Busdepot. Güter, den Opel Blitz kaufen wir hier für Waren, hä? Stimmt's? Gelb
für die Revolution. Oh, das reicht locker aus. Güter habe ich es genannt, oder? Da. So. Die sollen jetzt losfahren. Gut, es sind 4. Wir hätten theoretisch 118. Haben hier Platz. Und jetzt müsste eigentlich dann hier für die Linie, wie viel ist es? Der fährt nämlich leer sogar. Für die Linie WLAN-Stein waren. Müssten jetzt viel mehr hier aufblocken, eigentlich. Denn im Lager haben wir ja genug. Der Stahl fehlt mal wieder. Ob das so ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ob es auch läuft. Yannick hat natürlich gesehen, dass die Folge um wäre. So, Stahl ist aus. Warum? Eigentlich aus keinem Grund, weil wir zu wenig abtransportieren. Also es ist höchste Zeit, dass wir hier noch was machen, oder? Wirklich. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!